Drei kleine Fragen und Antworten. Wie spät ist es? Es ist 7 oder 19 Uhr. Woher kommst du? Ich komme aus Frankreich. Was ist dein Hobby? Mein Hobby ist Reisen. Und noch einmal? Wie spät ist es? Es ist 7 oder 19 Uhr. Woher kommst du? Ich komme aus Frankreich. Was ist dein Hobby? Mein Hobby ist Reisen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Hallo, in diesem Video sehen wir uns einige Fragen und die dazu passenden Antworten an. Wo wartest du? Ich warte an der Ampel. Wohin fliegst du? Ich fliege nach Japan. Wie fährst du zur Arbeit? Ich fahre mit der U-Bahn zur Arbeit. Und noch einmal, wo wartest du? Ich warte an der Ampel. Wohin fliegst du? Ich fliege nach Japan. Wie fährst du zur Arbeit? Ich fahre mit der U-Bahn zur Arbeit. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann, ciao! Hallo, in diesem Video sehen wir uns gleiche Begriffe an. Links mit Akkusativ, rechts mit Präposition und Dativ. Nächste Woche, in der nächsten Woche. Nächsten Monat, im nächsten Monat. Nächsten Montag, am nächsten Montag. Nächstes Jahr, im nächsten Jahr. Nächsten Winter, im nächsten Winter. Nächstes Mal, beim nächsten Mal. Letzte Nacht, in der letzten Nacht. Letzten Sonntag, am letzten Sonntag. Und noch einmal. Nächste Woche, in der nächsten Woche. Nächsten Monat, im nächsten Monat. Nächsten Montag, am nächsten Montag. Nächstes Jahr, im nächsten Jahr. Nächsten Winter, im nächsten Winter. Nächstes Mal, beim nächsten Mal. Letzte Nacht, in der letzten Nacht. Letzten Sonntag, am letzten Sonntag. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann, ciao! Hallo, in diesem Video setzen wir die Pronomen im jeweiligen Kasus ein und verwenden dazu die Verben in der lila Box. Beschreibt er es ihm? Nennst du es ihm? Schickst du es ihm? Leiht er es ihm? Kauft
kauft er es ihm? Bringst du es ihm? Schreibst du es ihm? Und noch einmal, beschreibt er es ihm? Nennst du es ihm? Schickst du es ihm? Leiht er es ihm? Kauft er es ihm? Bringst du es ihm? Schreibst du es ihm? Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann, ciao! Brauchen, mit oder ohne zu. Sehen wir die Beispiele. Das brauchst du nicht zu tun. Ich brauche deine Hilfe. Wenn du zu viel Zeit brauchst, bin ich weg. Dieses Zu gehört nicht zu brauchen. Und noch einmal, das brauchst du nicht zu tun. Ich brauche deine Hilfe. Wenn du zu viel Zeit brauchst, bin ich weg. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen und geholfen hat. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann, ciao! Im Präsens bei den unregelmäßigen Verben finden wir folgende Umlaute im Deutschen. A, ä, au, oi, e, i und e, i. Sehen wir einige Beispiele. A, ä, das Wort fahren. Ich fahre, du fährst, er fährt, wir fahren, ihr fahrt. Sie fahren. Au, oi, das Verb laufen. Ich laufe, du läufst, er läuft, wir laufen, ihr lauft, sie laufen. E, i, das Verb essen. Ich esse, du isst, er isst, wir essen, ihr esst. Sie essen. E, I, lang. Das Verb sehen. Ich sehe, du siehst, er sieht, wir sehen, ihr seht, sie sehen. Diese Verben waren typische Beispiele. Dazu gibt es natürlich ganz viele andere Verben, die nach dem gleichen Muster funktionieren. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann, ciao! Hallo, in diesem Video sehen wir uns einige Tiere an. In diesem Video lernen wir die Tiere, im nächsten Video die Gegensätze. Fangen wir an. Der Pfau, die Spinne, die Taube, der Löwe. Der Dinosaurier, die Maus. Die Schnecke, der Tiger. Die Ameise, das Faultier. Das Stinktier, die Katze. Der Fuchs, das Schaf. Und noch einmal, der Pfau, die Spinne,
Die Taube, der Löwe, der Dinosaurier, die Maus, die Schnecke, der Tiger, die Ameise, das Faultier, das Stinktier, die Katze, der Fuchs, das Schaf. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann, ciao! Und jetzt die Wiederholung zum Selbstüben. Teil 2 – Tiere und Gegenteile. Schön und hässlich. Der Pfau ist schön, die Spinne ist hässlich. Friedlich und aggressiv. Die Taube ist friedlich, der Löwe ist aggressiv. Groß und klein. Der Dinosaurier ist groß, die Maus ist klein. Langsam und schnell. Die Schnecke ist langsam, der Tiger ist schnell. Fleißig und faul. Die Ameise ist fleißig, das Faultier ist faul. Schmutzig und sauber. Das Stinktier ist schmutzig, die Katze ist sauber. Schlau und dumm. Der Fuchs ist schlau, das Schaf ist dumm. Und noch einmal. Schön und hässlich. Der Pfau ist schön, die Spinne ist hässlich. Friedlich und aggressiv. Die Taube ist friedlich, der Löwe ist aggressiv. Groß und klein. Der Dinosaurier ist groß, die Maus ist klein. Langsam und schnell. Die Schnecke ist langsam, der Tiger ist schnell. Fleißig und faul. Die Ameise ist fleißig, das Faultier ist faul. Schmutzig und sauber. Das Stinktier ist schmutzig, die Katze ist sauber. Schlau und dumm. Der Fuchs ist schlau, das Schaf ist dumm. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann, ciao und jetzt die Wiederholung zum Selbstüben.